Rufen, du wurdest nach einer halben Stunde ausgewechselt, verletzungsbedingt nehme ich mal an. Was sind die Hintergründe? Ja, ich habe mir in einer Situation auf dem unebenen Platz leider ein bisschen das Knie verdreht. Ich hoffe jetzt nichts, dass das irgendwie was Schlimmeres ist, aber man muss halt sehen. Ich habe gemerkt, dass es ein bisschen instabil ist, von dem her lieber die Vorsichtsmaßnahme, vor allem, weil wir ja gute Jungs auf der Bank haben. Sind es noch die Nachwirkungen der älteren Verletzung? Nee, zum Glück nicht, weil das war das andere Knie, von dem her hoffe ich mal, dass es jetzt nichts Schlimmeres ist. Was sagst du zum Spiel? Ja, ich muss sagen, wir die ersten 10 Minuten ein bisschen schwer gestartet, aber dann sind wir immer besser reingekommen, haben unsere Formation, die wir jetzt neu gewählt haben, richtig gut angenommen. Es war ein sehr intensives Spiel, sehr laufstark, lauffreudig von uns. Auf dem Platz kann man nicht viel spielen, konnte beide Mannschaften nicht, von dem her muss man über den Kampf ins Spiel kommen. Und da kann man heute kann man nur sagen, dass wir überragend stolz auf unsere Mannschaft sind, weil das, was wir heute geleistet haben, hätten sie einfach den Punkt noch verdient gehabt. Zum Schluss wurde es ja noch relativ hitzig, auch am Rande des Spielfelds. Ja gut, es gehört dazu zu so einem Spiel. Bei VfR Mannheim geht es um sehr viel. Die wollte letztes Jahr schon unbedingt aufsteigen, wollte es dieses Jahr wieder. Das ist klar, dass da die Emotion hochguckt. Was ich nicht ganz akzeptieren kann, ist, wenn man Spieler angeht und sie beleidigt. Das finde ich ist einfach unter der Gürtellinie. Das muss man dann auch als Trainer von uns was dagegen sagen. Das geht einfach nicht. Man kann Emotionen hochkochen lassen, aber man muss sich immer dementsprechend verhalten, weil als Trainer oder Verantwortlicher ist man in der Vorbildfunktion. Seit dieser Saison hast du ja mit Patrick gemeinsam das Traineramt übernommen. Du bist Co-Trainer. Wie klappt das in der Rolle für dich und wie klappt die Zusammenarbeit mit Patrick? Ja, die Zusammenarbeit ist überragend. Als Brüder, glaube ich, hat man es da nicht allzu schwer. Die Kommunikation stimmt. Ich glaube, so viel Arbeit wie dieses Jahr hatte ich noch nie mit dem Fußball. Muss auch sagen, wie mein Bruder das lebt. Das ist der Wahnsinn. Jede freie Sekunde. Wir telefonieren tagtäglich, hocken uns immer wieder zusammen. Die Arbeit mit den Jungs macht riesig Spaß. Ist einfach nur die leichte Enttäuschung, einfach, weil wir so gut bisher gespielt haben. Wenn man jetzt mal das Weinheim-Spiel weglässt, ist einfach die Punkteausbeute. Die ist ärgerlich, aber wir lassen uns nicht unterkriegen, weil wir wissen, wir machen eine super Arbeit. Die Jungs ziehen voll mit und jetzt kommen die Wochen, wo wir punkten müssen. Punkten müssen, ist das das Motto für die nächsten Woche? Ja, auf jeden Fall. Wir hatten jetzt, wenn man die letzten Gegner sieht, hatten wir alle Gegner, die was oben reißen wollen. Die englische Woche jetzt mit Bruchsal, Weinheim, VfR Mannheim, das sind alle Mannschaften, die wollen aufsteigen, die wollen ganz oben stehen. Da sind wir vielleicht noch ein Tick zu naiv jetzt gewesen in der frühen Phase, ein Tick zu jung vielleicht auch, dann ein, zwei Ausfälle gehabt. Das tut bei uns halt im Moment noch sehr weh, aber daraus müssen wir jetzt lernen. Und wir haben trotz allem, wie gesagt, wenn man das Weinheim-Spiel weglässt, wo wir unterirdisch gespielt haben, haben wir trotzdem heute und gegen Bruchsal super mitgehalten, hätten was verdient gehabt. Und daran muss man einfach weiterarbeiten. Und jetzt kommen eben die Gegner, die alle im Mittelfeld sind und da kann mal jeder kann da jeden schlagen. Das ist einfach so und da müssen wir und wollen wir jetzt punkten. Rufen, ich danke dir vielmals für das Interview und wünsche dir noch viel Erfolg. Dankeschön.